Ah, was habe ich gerade gemacht? Ich weiß nicht, ich muss gleich in der Aufnahme gucken, wo ich eben hingeschaut habe. Denn nur ein schlechtes Spiel macht die guten Spiele erst zu dem, was sie sind. Frohlocket, Kinderlein. Ah, hey, unterdeckischer Bogengott. So, die habe ich gegeben. Bitch. Was geht bei euch ab, Kinderlein? Ich werde euch wieder eine Runde Matchmaking vorführen und ihr werdet sie euch zu Gemüte führen. Wie auch das letzte Mal, beziehungsweise im letzten Video, sage ich jetzt von Anfang an, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Am besten jetzt, dann habt ihr euren Sold schon getan. Ihr könnt euch dann gegenseitig so auf den Rücken klopfen und sagen, ich war gut. Schatz, war ich gut. Und die Frau, ja, gewaltig, wie immer. Hm. Ne? Kennt man ja. Schön. Schön, dass wir uns wieder alle so zahlreich hier versammeln konnten und ich die Pflanze nicht getroffen habe. So. Ich bin gerade mal gespannt auf ein Hardcore-Game, ne? Ich bin ein Global geworden jetzt über die letzte Nacht verteilt. Ich knife den mal eben. Das sind sogar die zwei Knives dann oben im Bild. Ey, verpiss dich ja. Denied. Oh, dem habe ich es gegeben. Denied. Oh Gott, wie der sich jetzt aufregen muss, Alter. Hallo, Team. Hallo, I am going B. I go B too. Okay. Okay, hello, no Mikro. Oh, der Fritz hat kein Mikro. Ach, du bist mal wirklich ein Grasdackel, Fritz. It's B. Oh no. Yes. Shit, dude. Oh, I shit my pants. Ich bin schon manchmal gut, aber heute nicht. Do we force by? No. Okay, let's echo. Okay ist das neue Schwarz. Und Rosa das neue Grün. Nice. Ich hätte aber auch links lang gehen sollen. Ich habe durch rechts dann zu viel Zeit verloren, dann ist er hektisch geworden. Wenn er einfach in seinem Puff da hinten gestanden geblieben wäre, dann hätte ich ihn einfach weggeheadshottet, Alter. Wie die Flasche jetzt. Bam! Ja, naja, es hat bei ihm bestimmt besser geklappt, weil er einen größeren Kopf hat. Das ist logisch. One short. Ja, one short. Oh, fuck! Apartments at least two. Ah! Ich bin ein König! Wir brauchen unbedingt jemanden, der Mitte geht. Das geht einfach so nicht. Dass die Mitte einfach offen ist. Sind sie einfach alle angegangen. Oh, 84! Das ist das absolute Rage-Game hier. Das fuckt mich gerade so extrem ab, dass wir so hart verlieren und die Scheißgegner die ganze Zeit so lucky am Start sind. So, was hat der für eine Waffe gehabt, der Kerl? Na, okay. Sehr gut, sehr gut. Das Glück hat sie hoffentlich verlassen. Ich meine, nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, das ist meine eigene Schuld, das jedes Mal, wenn ich verrecke. Das weiß ich, klar, natürlich. Ja, so wie das. Ich stand einfach scheiße da. Es war meine eigene Schuld. Wenn ich anders gestanden wäre, hätte ich alle fünf genannt. So habe ich halt niemanden genannt und bin verreckt. Man spielt und spielt. Und diese Situation, diese One-on-One-Situation, die verlierst du, weil du schlecht bist. Aufgrund von dir selbst. Wir gehen mal davon aus, dass deine Mates dich jetzt nicht runtergeschossen haben davor oder dich geblockt haben oder irgendwas, sondern diese One-on-One-Situation, die man zu 99,9% hat, bei dem man verreckt, da ist man ja selbst dran schuld. Wenn man gut wäre oder extrem krass unterwegs wäre, dann würde das wahrscheinlich so nicht passieren. Man würde sie überleben oder man würde die Gegner umbringen. Stellt euch vor, ihr geht aus jeder Situation, in der ihr einen Gegner seht, positiv raus. Dann könnt ihr ja gar nicht verlieren. No Bench. Wie hier zum Beispiel. Habt ihr das gesehen, wie bescheuert ich bin? Ich wusste, dass da einer ist und bleib aber trotzdem an diesem Hurensohn-Punkt stehen, anstatt einfach nach vorne zu gehen, zum Beispiel hinter diese Säule, wo ich mich so ein bisschen besser verstecken kann, links und rechts. Es gibt immer den perfekten Weg, den man dann aber leider erst oder oft im Nachhinein erkennt. Steps in Apartments. Zombie. Naja, also nach dieser Selbsterkenntnis werden wir doch jetzt hier alles schaffen. Okay, anscheinend muss ich jetzt mit dir gehen, denn der AWPler hat mir die Orb jetzt einfach dahin geschmissen, aber jetzt bin ich natürlich schon zu spät. Da ist sie. Incoming. Nein! Warum habe ich die Waffe direkt gewechselt, ich dummer Hund? Und man merkt, wie scheiße die Gegner eigentlich sind, oder? Die brauchen diese kurzen Momente der geistigen Umnachtung von uns, damit sie uns überhaupt klatschen können. Oh Mann, wir haben ja so richtig salty Boys am Start, die den Chat schon die ganze Zeit flamen und rumkreichen, weil sie bescheuerte Wichsbeutel sind. Ach komm! Ist doch scheiße! Thanks. One on spot. Play safe, guys. Oh mein Gott. Richtig nice, Kinder! Aber ich bin so low HP, oi! He's low, though. He's low. Ja, get him. Na. Jetzt haben wir gerade so einen kleinen Lauf. Sicherlich wird der bald unterbrochen. Wie ist er denn jetzt? Eben wollte er hier rein bei mir. Na, ich gebe ihm noch einen Molly mit, dass er hier auch ja nicht durchgeht, der alte Fuchs. Und dann gehen wir heim. They will not stop the bomb now. Okay, ich habe alles noch die P90. Ist jetzt ein bisschen kotig, dass ich die so lange noch habe, aber... What the fuck, guys? Ah! Ihr Schweinepriester mit euren verschissenen... Immer diese Kacknoobs. Da kommt der Eiermann.
Hey, 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 Männer. Schießt mal nicht so nah an meinem Kopf vorbei, bitte. Ah, nein! Schon wieder fresse ich den Nade. Schnitzelfanatiker, hört auf, mich zu naden. One on spot. Das Spiel haben wir eh total versaut, ja. Vielleicht können wir noch ein, zwei Runden holen. Wie gesagt, wirklich gut sind die nicht. Aber wir sind schlechter. Windows down. Ah, was habe ich gerade gemacht? Ich weiß nicht, ich muss gleich in der Aufnahme gucken, wo ich eben hingeschaut habe. Ich lins in Apartments rein, guck nicht auf den Bildschirm. Wahrscheinlich auf die Map oder irgendwo hin. Das ist wenigstens gleich vorbei hier, dieser Blamage. Ich dachte eben noch, geil, Mann, ich mache jetzt wieder eine richtig edle Aufnahme. Ich kann was Geiles reinhasseln. Und dann passiert sowas, Mann! Aber hey, ihr wisst ja, so ein schlechtes Spiel muss auch mal sein. Weil wenn man immer nur gute Spiele hat, dann ist das Spiel nicht mehr gut, sondern nur noch ein Spiel. Man braucht auch Rainy Days, um ein Sunny Day zu genießen, wisst ihr? Denn nur ein schlechtes Spiel macht die guten Spiele erst zu dem, was sie sind. Und da holen sie einfach noch die Runde, Mann. Mit diesem Kommentar wäre das doch jetzt geil gewesen, zu beenden diese Folge, oder? Egal, ihr wisst, was ich gesagt habe. Stellt euch einfach vor, es wäre jetzt vorbei. Nein! Nein! Ah, was habe ich gerade gemacht?